Das bedeutet mir sehr viel, hier in Saarbrücken zu sein. Ich war vorher noch nie in Saarbrücken und jetzt bin ich hier mit meinem Abschlussfilm, dem Stillen Kameraden. Und ich fand das schon richtig schön, als ich hier ankam und gesehen habe, dass eigentlich in jedem Geschäft irgendwelche Utensilien sind, die mit Film zu tun haben und die mit Max Ophüls Preis, mit dem Festival zu tun haben. Und gefühlt leuchtet auch jetzt im Dunkeln die ganze Stadt in Blau. Und das ist so ein richtig schönes Willkommensgefühl. Also man fühlt sich hier sehr willkommen, weil man das Gefühl hat, die ganze Stadt macht mit und sie wollen dieses Festival und sie heißen die ganzen Filmemacher willkommen. Und das freut mich einfach sehr, jetzt die nächsten Tage hier so verbringen zu können. Ja, 30 Hunde machen nicht nur wahnsinnig viel Lärm, sondern auch wahnsinnig viel Gestank. Was filmisch nicht so ein Problem ist, aber beim Drehen schon eine relativ große Einschränkung ist, weil man permanent aufpasst, nicht in Hundescheiße zu treten.